Heute bei Bitte melde dich. Marian wurde als Kind in Rumänien adoptiert. Nun ist er verzweifelt auf der Suche nach seinen Wurzeln. Gar nicht so einfach, Mann. Nee, das ist tatsächlich ein großes Thema bei mir. Ja, das merke ich. Ja. Die Suche nach Marians Familie beginnt in seinem Heimatland Rumänien. Dort bekommen wir einen wertvollen Hinweis. Die Nummer ist offenbar nicht vergeben. Ich schau mal kurz, welche Vorwahl das überhaupt ist. Eine unerwartete Spur eines Bruders führt uns dann plötzlich nach Irland. Erkennst du ihn? Nein, tut mir leid. Ich bin Marian, ich bin 32 Jahre alt, wohne in Augsburg in einer WG mit meinem Hund, der Krümel, und ich bin auf der Suche nach meinen Geschwistern. Ich bin 1999 in Bukarest geboren und bin direkt ins Kinderheim gekommen und bin dort dann zur Adoption freigegeben worden. Meine Adoptiveltern haben mir erzählt, dass die Umstände im Kinderheim sehr erschreckend gewesen sind, einfach aufgrund dessen, dass, ja, es waren ganz wenig bis kaum Spielsachen da für die Kinder und war halt sehr spartanisch eingerichtet. Ich weiß von meinen Adoptiveltern, dass die damals bei der Adoption meine leibliche Mama kennengelernt und durch die haben sie in Erfahrung gebracht, dass ich weitere Geschwister habe. Die seien aber auch adoptiert worden. Ich bin sehr dankbar für die Möglichkeit, dass ich so aufwachsen durfte, wie ich aufgewachsen bin. Ja, weil es hätte auch anders laufen können, glaube ich, in Rumänien. Und von daher bedeutet mir das schon sehr viel. Ich wusste von Anfang an, dass ich adoptiert bin, aber trotzdem habe ich mir natürlich über meine Herkunft ganz oft Fragen gestellt, woher komme ich denn? Vor kurzem habe ich erfahren, dass meine leiblichen Eltern verstorben sind. Das war schon ein ziemlicher Schock, weil irgendwie da für mich klar war, jetzt ist jede Möglichkeit, irgendwie meine leiblichen Eltern kennenzulernen, verbirgt. Und ich würde sagen, dass ich mich, nachdem meine Eltern jetzt verstorben sind, auf jeden Fall an den Wunsch klammere, meine Geschwister kennenzulernen. Das wäre sehr schön, weil es ist irgendwie auch super spannend zu wissen, man hat vielleicht noch einen Bruder oder eine Schwester. Und wie schauen die aus? Wie ist es denen vielleicht auch ergangen? Mir ist es sehr wichtig, über meine Vergangenheit mehr zu erfahren. Vielleicht hat ja einer der Geschwister die Chance gehabt, meine leiblichen Eltern kennenzulernen, also unsere Eltern. Und ich erhoffe mir davon, dass meine Geschwister mir vielleicht sagen können, wie meine leiblichen Eltern gewesen sind. Und aus diesem Grund ist der Wunsch nach meinen Geschwistern sehr, sehr groß. Bereits vor einiger Zeit hat Marian mir geschrieben und mich um Hilfe gebeten. Nun möchte ich ihn persönlich kennenlernen und ich habe mich mit ihm verabredet. Hallo! Ich mach einfach mal auf hier. Hallo Marian! Hallo, hi! Freut mich! Hallo, grüß dich! Hallo. Na, herzlich willkommen! Und Krümel ist auch dabei, kommt raus! Ja. Hallo Krümel! Ja, hallo! Kommt einfach mit, kommst du auch mit? Komm mit rein. Ja, gerne. Marian, erstmal schön, dass du hier bist. Dankeschön, schön, dass ich hier sein darf. Mit Verstärkung, mit Krümel. Es hat ja einen ganz wichtigen Grund, dass du heute hier bist. Du bist auf der Suche nach deinen Wurzeln, nach deinen Geschwistern aus Rumänien. Genau, ja. Ich bin auf der Suche nach meinen Geschwistern, weil ich habe erst vor kurzem erfahren, dass meine leiblichen Eltern verstorben sind. Ja. Aber weiß von meinen Adoptiveltern, dass es auch noch Geschwister geben muss. Ah, das heißt, du weißt weder wie viele noch ob du, wenn Schwester oder Bruder genau. oder so hast. Da, richtig. Darüber gibt es keine Informationen. Es gibt nur die Information, dass die in Rumänien selbst adoptiert worden seien. Und sie müssen älter sein, also sie waren vor mir. Ja. Genau. Was würdest du dir wünschen für eine Zukunft mit leiblichen Geschwistern? Was wäre so ein Wunschtraum?
Ich glaube, ich würde mir wünschen, dass man, egal in welcher Form, man einfach sich regelmäßig vielleicht auch trifft oder einfach eine Verbindung aufbaut. Und wie zu meinen Geschwistern hier in Deutschland. Ich habe eine tolle Verbindung, eine sehr warme Verbindung. Und es wäre schön, wenn ich mit meinen leiblichen Geschwistern eine ähnliche Verbindung aufbauen könnte. Ja, ja doch. Das würde ich mir wünschen, tatsächlich, ja. Was glaubst du denn, wie sich das auf dich auswirken würde, wenn du Antworten bekommen würdest? Ich glaube, wenn ich Antworten bekommen würde, glaube ich schon, dass ich mehr zur Ruhe kommen würde, weil ich bin schon, es gibt Momente in meinem Leben, wo ich innerlich schon immer wieder ein bisschen aufgeregter bin und nervöser. Und ich glaube, dass mich das dann schon wieder, wo ich meine innere Ruhe, glaube ich, mehr finden könnte. Ja. Glaube ich schon, ja. Gar nicht so einfach, Mann. Tatsächlich, das ist tatsächlich ein großes Thema bei mir. Ja, ja, das merke ich. Ja. Du bringst einen ordentlichen Rucksack mit. Ja, das stimmt, ja. Marianne, es gab ja nicht so wahnsinnig viele Anhaltspunkte für die Suche. Aber mit dem, was wir hatten, und deswegen bist du heute hier, haben wir bereits gesucht. Okay. Und dazu würde ich dir jetzt gerne was zeigen. Ja? Ja. Okay. Alles klar. 2 Wochen vorher. Akribisch gehe ich alle Adoptionsunterlagen und die Fotos von Marian durch. Es gibt zwar Informationen über die leiblichen Eltern, aber von den gesuchten Geschwistern finde ich weder Namen noch Geburtsdaten. Ja, ich habe jetzt alle Unterlagen, die Marian mir geschickt hat, durchgearbeitet. Und eigentlich gibt es genau 2 Suchansätze. Zum einen den Geburtsort des Vaters und zum anderen den Geburtsort der Mutter. Und da es im Geburtsort der Mutter gerade mal 850 Einwohner gibt, habe ich Lukas aus meinem Team gebeten, dort mit der Suche zu beginnen. Vielleicht haben wir ja Glück und irgendjemand da kann sich noch an die Familie erinnern. Sehen Sie gleich. Eine schwierige internationale Suche nach Marians Wurzeln. Erkennst du ihn? Nein, tut mir leid. Am nächsten Tag reist Lukas nach Bukarest. Nicht weit entfernt von der rumänischen Hauptstadt liegen die beiden Orte, in denen unsere Suche starten soll. In Begleitung einer Dolmetscherin will sich Lukas dort umhören. Ich glaube, hier passen nicht 2 Autos nebeneinander. So, wie machen wir das jetzt? So machen wir es, genau. Ich fahre jetzt hier vorne rechts. Haben wir beide mitgedacht. Hier müsste ich jetzt gleich Timea treffen, meine Dolmetscherin. Steht jemand? Das müsste sie eigentlich sein. Ja, also richtig parken darf man hier nicht. Mache ich jetzt aber trotzdem mal. Hi, Timea. Hallo. Ich bin Lukas. Hi, Timea. Hi, freut mich. Schön, dass du Zeit hast für uns. Sehr gerne, hilf ich gerne. Am besten steig gleich ein. Ja. Ich stehe hier nämlich schlecht. Ja, ja. Lukas und Timea müssen knapp 60 Kilometer Richtung Norden in das kleine Dorf Habut fahren. Dort kam 1962 Marians leibliche Mutter, Georgita Podgoriano, zur Welt. Also ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Hallo ist Salut, oder? Ja. Entschuldigung ist Scuse. Ja. Tschüss oder auf Wiedersehen ist L'arrivedere. Und wenn ich Danke sage, dann sage ich Mutsulmesk oder Merci. Genau. Alles richtig? Das war alles super. Sehr gut, das können wir ja loslegen. Nach 1 Stunde erreichen Lukas und Timea das Dorf Habut. Hier leben nur etwa 850 Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier etwas über Marians Familie erfahren, ist also gar nicht so gering. So, wir sind jetzt in Habut angekommen. In diesem Ort wurde Marians Mutter geboren. Wir haben zwar keine genaue Adresse, aber vielleicht gibt es hier jemanden, der uns weiterhelfen kann. Bei der Suche helfen Lukas 2 Fotos von Marians Mutter, Georgita Podgoriano, geborene Costea. Scuse, eine kurze Frage. Scusa, sono Mika und Rebaria, ja? Ich bin auf der Suche nach Verwandten von dieser Dame. Das ist Georgica Kostja.
Die wurde hier geboren. Sunt în pecăutarea acestei femei care s-a născut aici în sat. O cheamă Gheorghița Costea, dacă o cunoașteți. Die Fotos sind aber schon sehr alt. Nein, ich kenne sie nicht. Okay, danke schön. Tschüss. Mulțumim. La revedere. Guten Tag. Vielleicht können Sie mir helfen. Wir sind auf der Suche nach Verwandten von ihr. Gheorghița Podgoreanu. Ihr Mädchenname ist Kostja. Sie kommt ursprünglich aus dem Ort. Irgendwie kommt sie mir bekannt vor. Sie erkennen die Person? Ich weiß nicht. Vielleicht jemand älter, müssen wir fragen. Dankeschön. Mulțumim mult. Tschüss. Hallo, entschuldigen Sie, ich habe eine kurze Frage. Was ist denn hier los? Ich bin auf der Suche nach Verwandten von dieser Person. Gheorghița Podgoreanu, geborene Kostja, kommt ursprünglich von hier. Vielleicht kennen Sie ja jemanden aus der Familie. Ich kenne sie nicht. Ich bin nicht von hier. Oh, super. Ja. Trotzdem Dankeschön. Tschüss. Gut. Lukas und Timea befragen viele Menschen in Habut. Doch niemand erkennt Marians Mutter auf den Fotos oder weiß etwas über Verwandte oder Kinder. Nein, ich kann nicht. Keine Zeit. Setzen Sie sich doch. Setze ich mich kurz zu Ihnen. So ist gut. Nein, ich kenne Sie nicht. Wo kommt sie genau her? Sie wurde hier geboren, in Habut. Ich kenne sie nicht. Ich habe sie hier nie gesehen. Mulțumesc. Mulțumim. La revedere. Wir haben es wenigstens versucht. Vielleicht haben wir morgen in Sabarenia mehr Glück. Da kommt Marians Vater ursprünglich her. Und da habe ich einen Termin mit dem Bürgermeister. Am nächsten Tag. Lukas und Timea fahren nach Sabareni, dem Geburtsort von Marians leiblichem Vater. Die Stadt ist wesentlich größer als Habut und Lukas hat im Vorfeld einen Termin im Rathaus mit dem Bürgermeister gemacht. Hallo. Guten Tag. Lukas Stege. Freut mich. Hallo. Wie kann ich Ihnen helfen? Wir beiden sind vom deutschen Fernsehen, Sat.1. Wir haben einen Termin mit dem Bürgermeister. Okay, folgen Sie mir bitte. Dort entlang. Hallo. Guten Tag, Lukas Stege. Mulțumesc. Vielleicht können Sie uns helfen. Es gibt da einen jungen Mann, der heißt Marian. Der wurde Anfang der 90er nach Deutschland adoptiert und ist jetzt auf der Suche nach Geschwistern. Wir wissen, dass seine Eltern Nicolae Podgoreanu und Gheorghița Podgoreanu sind. Beide leider schon verstorben. Und sein Vater, Nicolae, der kam ursprünglich hier aus dem Ort. Deswegen dachte ich, vielleicht könnten Sie uns helfen. Ja, das sagt mir was. Ich glaube, hier war schon einmal jemand. Ein Mann, der sich nach der Familie Podgoreanu erkundigte. Wirklich? Der gleiche Name? Podgoreanu? Da war schon mal jemand auf der Suche? Ja, das kommt mir bekannt vor. Geben Sie mir einen Augenblick. Ich schaue nach. Wir warten einfach kurz hier, ja? Könnte das nun schon der Durchbruch sein? Wenn da schon mal jemand nach seinen Eltern gesucht hat, dann müsste das ja ein Bruder von Marian sein. Ja, das klingt so, ja. Vielleicht kann er weiterhelfen. Er kommt wieder. Ja, tatsächlich. Meine Assistentin hat den Vorgang gefunden. Vor 12 Jahren hat ein Mann nach seinen Eltern gesucht. Auch er fragte nach Nicolae Podgoreanu. Aus Datenschutzgründen konnten wir ihm damals nicht helfen. Er hat seine Kontaktdaten hinterlassen und uns gebeten, diese an Familienmitglieder weiterzugeben, falls jemand fragt. Hier sind seine Daten. Alex Podgoreanu. Okay, dann müsste das ja ein Bruder von Marian sein. Höchstwahrscheinlich. Dann rufe ich da auf jeden Fall gleich mal an. Vielen, vielen Dank für die Information. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen, vielen Dank. Mulțumesc. Mit ein bisschen Glück haben wir einen Bruder von Marian gefunden. Lukas verliert keine Zeit und wählt die Nummer, die zu einem Alex Podgoreanu gehört. Möglicherweise Marians Bruder. Call cannot be completed. The access code entered is not used. Your call cannot be completed. Okay.
Die Nummer ist offenbar nicht vergeben. Ich schau mal kurz, welche Vorwahl das überhaupt ist. Kenne ich gar nicht. 00353. Irland. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt zu bedeuten hat, aber ich werde auf jeden Fall mal Julia anrufen und ihr ein Update geben. Lukas sendet mir direkt die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Fehler bei der Nachrichtenzustellung, was Alex Belik? Gibt's gar nicht. Schade. Die E-Mail-Adresse Alex Belik ist leider nicht mehr aktiv. Was mich stutzig macht, ist der Namenszusatz Belik. Ich finde heraus, dass das kein Name ist, sondern ein Teil der irischen Stadt Berliner. Ich versuche dann, die alte Telefonnummer von diesem Alex genauer zu verorten. Und tatsächlich, die 96 ist die Vorwahl von Berliner. Das kann doch kein Zufall sein. Das könnte ja bedeuten, dass Alex dort vielleicht lebt oder mal gelebt hat. Ich komme jetzt leider von Deutschland aus an der Stelle nicht weiter. Aber mir ist was eingefallen. Marianne aus meinem Team ist gerade in England unterwegs und deswegen werde ich sie bitten, einen Abstecher nach Irland zu machen. Zwei Tage später. Marianne aus meinem Team ist in Berliner angekommen. 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt befindet sich der Ortsteil Belik. Sie will hier nach Spuren von Marians Bruder suchen. Ja, hier ist alles Belik schon. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich anfangen sollte. Ich schaue, wo ein paar Häuser sind. Belik ist ein recht weitläufiger Stadtteil, der allerdings sehr dünn besiedelt ist. Wo könnte man sich hier umhören? Das sieht schon mal nach einer Siedlung aus. Ich glaube, ich parke einfach mal hier und frage mich ein bisschen um. Marianne versucht ihr Glück in dieser ersten Siedlung. Hallo, hallo, hallo. Hallo, 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 hallo. We're from German. Wir sind vom deutschen Fernsehen. Das sieht man ja an den Kameras. The cameras anyway. Yes, it's maybe kind of a strange question. Eine Frage. Ich suche einen Mann namens Alex Podgoriano. Er hat rumänische Wurzeln. Wir vermuten, dass er in Belik wohnt oder gewohnt hat. We don't know exactly where. Wie war der Name? Alex Podgoriano. Alex Podgoriano. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich denke, jeder, der hier lebt, ist Ire. Belik umfasst ein sehr großes Gebiet. Ja, es scheint mir viel größer, als ich dachte. Okay, vielen Dank. Take care, bye. Excuse me. Entschuldigung. Hi. We're from German television. Wir sind vom deutschen Fernsehen und suchen einen Mann namens Alex Podgoriano. His brother in Germany. Sein Bruder aus Deutschland sucht ihn. Und wir wissen nur, dass er hier gelebt haben soll. Kommt Ihnen der Name bekannt vor? Ring any bells? Alex? Soll das in diesem Stadtteil sein? Ja, definitiv soll es hier sein. Best place. Am besten fragen Sie im Belik Castle. Hat er dort vielleicht gearbeitet? Sagten Sie Belik Castle? Ja. Ja, die Straße runter. No, I guess that really does make sense. Das macht Sinn. Vielleicht arbeiten dort Leute von außerhalb. Dort sollten wir es als nächstes probieren. A good place for us to try next. Viel Glück für die Suche. Thank you. I know it's very important for. Ich weiß, wie wichtig es für den Suchenden ist. Definitely. Okay. Thank you. We'll see you. Good luck. Thank you. Bye. Marianne folgt dem Tipp der netten Anwohner und macht sich direkt auf den Weg zum Schloss. Oh wow, das sieht hier wirklich aus wie in einem Märchen. Belik Castle ist ein imposantes Anwesen, das Anfang des 19. Jahrhunderts im mittelalterlichen Stil erbaut wurde. Zum Schloss gehört ein Hotelbetrieb samt Gastronomie. Vielleicht war Marians Bruder Alex hier angestellt. Oh, hi. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Yes, I'm hoping you can. Ja, ich hoffe. Wir suchen einen Mann. Sein Name ist Alex Podgoriano und er soll hier in Belik gelebt haben. Ich habe mit Leuten im Ort gesprochen und sie sagten, ich soll es hier im Schloss besuchen. Do you know Alex Podgoriano? Kennen Sie Alex Podgoriano?
Der Name sagt mir was. It does. Wirklich? Darf ich fragen, warum Sie ihn suchen? Mariana erklärt der Dame am Empfang genau, worum es geht. Die glaubt, es wäre durchaus möglich, dass Alex ein ehemaliger Mitarbeiter des Castles gewesen sein könnte. Aber um sicher zu gehen, ruft sie den Manager an, der Mariana vielleicht besser helfen kann. Hallo. Sind Sie der Manager? Ja, das bin ich. Ich suche einen Mann namens Alex Podgoriano. Kennen Sie ihn? Ja, den kenne ich. Das ist ja fantastisch. Warum fragen Sie nach ihm? Das ist eine lange Geschichte. Es geht um seine Familie. Wir sind extra aus Deutschland hier. Kommen Sie doch bitte mit, dann können wir in Ruhe reden. Gerne. Das klingt vielversprechend. Mariana folgt dem Manager. Hier ist es ruhiger. Also, worum geht es? Also, wir kommen aus Deutschland, weil Alex Podgoriano einen leiblichen Bruder hat. Wissen Sie, dass Alex ursprünglich aus Rumänien kommt? Dieser Mann aus Deutschland sucht seine leibliche Familie. Deswegen suchen wir Alex. Da bin ich ja froh. Als ich die Kamera sah, dachte ich zuerst an etwas Schlimmes. Ja, wir kannten Alex. Er hat hier vor etwa 7 Jahren gearbeitet, im Restaurant und in der Bar. Insgesamt war er ungefähr 2 Jahre bei uns. Er ist also nicht mehr hier? Nein, ich weiß auch nicht wo. Wir haben den Kontakt verloren. Wissen Sie, ob es hier jemanden gibt, der mehr wissen könnte? Ich glaube nicht. Vielleicht Eva? Eva? Eva ist schon lange hier. Vielleicht hat sie Kontakt gehalten. Eva ist die Leiterin des Schlossrestaurants, in dem Alex als Kellner gearbeitet hat. Sie hat heute frei, aber der Manager hat ihre Telefonnummer. So that's Eva's number. Das ist Evas Nummer. Vielleicht mache ich einfach ein Foto. Hang on just one second. Great. Ich habe vielleicht sogar ein Foto von ihm. Of Alex? Ja, von Alex. Really? Wirklich? Wir wissen ja gar nicht, wie er aussieht. A visual. Oh, really? No. Hier, das ist er. It's Alex. Da flambiert er gerade, im Restaurant. Wow, that is... Die Flamme ist ja riesig. It's enormous. I think it really takes a skilled way. Er muss gut gewesen sein. Yeah, he's doing a flambé here. Ja, er macht hier gerade ein Flambé. Das hat er bei uns gelernt. Is there any way I could... Könnte ich vielleicht eine Kopie des Fotos haben? Yeah. Klar, ich kann es an der Rezeption ausdrucken lassen, wenn Sie möchten. Das wäre lieb, danke. Endlich ein kleiner Erfolg. Zumindest haben wir jetzt ein Foto des Gesuchten. Am Ziel sind wir damit aber noch lange nicht. Bitte schön. Fantastic. This is great. Thank you so much. Ganz herzlichen Dank. Ich werde als nächstes versuchen, Eva zu erreichen. Wenn Sie wollen, können Sie sie gerne informieren. Hoffentlich können wir ihn finden und mit seinem Bruder zusammenbringen. Alex down and reunite him with his brother. Well, I wish you the best of luck. Ich drücke fest die Daumen. Absolutely. Vielen Dank nochmal. Thank you. Mariana verliert keine Zeit und ruft Eva an. Hello. Hi, is this Eva? Spreche ich mit Eva? Hi, how are you? Ja. Hi, this is Mariana. Nachdem Mariana erklärt, warum sie nach Alex sucht, erzählt die Restaurantleiterin, dass der Kontakt zu Alex abbrach, nachdem er weggezogen ist. Do you know? Wissen Sie, wo er heute ist? Er ist vor 7 Jahren weggegangen und nach Galway gezogen. Das ist das Letzte, was ich weiß. Galway? Ja, definitiv Galway. Er wollte dort in der Gastronomie arbeiten. Okay, do you have... Haben Sie seine Adresse oder wissen Sie, wo genau er arbeitet? Where in Galway he's working right now? Um ehrlich zu sein, habe ich den Kontakt zu ihm verloren, aber er ist mit Sicherheit nach Galway gegangen. I don't know, is there anybody else that you know... Gibt es irgendjemanden, der wissen könnte, wo er genau ist? Leider nicht, aber er ist ein sehr geselliger Mensch. Ich bin mir sicher, Sie werden ihn in Galway finden, wenn Sie in den Bars und Restaurants nach ihm fragen. Dann werde ich mein Glück in den Bars und Restaurants von Galway versuchen. Hoffentlich finden wir ihn.
Ich drücke fest die Daumen. Vielen Dank, Eva. Tschüss. Take care. Bye. So nah, aber doch so fern. Die Suche geht morgen weiter. Ihr seid gespannt, wie es bei Bitte melde dich weitergeht? Dann einfach hier klicken und bei Join direkt die ganze Folge gucken.